Nun hat Frau Abgeordnete Doth das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, den Antrag der Fraktion Die Grünen zum Thema Mietpreisbremse als Mittel der Marktregulierung haben wir im Ausschuss sehr intensiv beraten. Da muss ich Frau Sedlacek auf jeden Fall widersprechen. Wir haben eine schriftliche Anhörung dazu durchgeführt, die Städte Erfurt, Jena und Weimar um ihre Meinung gebeten, auch auf Grundlage eines sehr umfangreichen Fragenkatalogs. Und bezeichnend ist auch, dass zum Beispiel die Stadt Jena erst eine zweite Aufforderung benötigt hatte, bevor man uns alle Fragen beantwortet hat. Insofern hat sich das auch etwas hingezerrt, aber das war sicherlich nicht das Problem im Ausschuss. Und diese Antworten, wenn man die sich anschaut, die liefern ein sehr differenziertes Bild. Und die unterscheiden sich auch gegenüber dem, was in Wahlkampfzeiten auf Pressekonferenzen öffentlich verkündet wurde. Ich muss hier sehr deutlich sagen, der Erfurter Oberbürgermeister ist zweigleisig gefahren. Er hat öffentlich die Mietpreisbremse für seine Stadt gefordert. Und uns liegt eine umfangreiche Stellungnahme der Stadt Erfurt vor, die zu dem Fazit kommt, wir wollen die Mietpreisbremse nicht, unterzeichnet von demselben Oberbürgermeister. Das nur mal hier so nebenbei. Und bislang war es immer eine schöne Tugend der SPD-Fraktion, dass wir Sachpolitik gemacht haben und nicht nur Populismus. Und deswegen haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich kann sagen, eine Mietpreisbremse kann letztendlich immer nur das letzte Mittel, die Ultima Ratio sein. Und eine Mietpreisbremse allein wird auch nicht dazu beitragen, Wohnungsnot, die hier immer herbeigeredet wird, zu verhindern. Nein, hier brauchen wir ganz andere Maßnahmen, um zu Entspannungen an Wohnungsmärkten zu kommen. Wir haben die Stellungnahme der Stadt Weimar und der Stadt Jena gelesen, die sagen, ja, wir könnten uns eine Mietpreisbremse vorstellen, aber auch darauf aufmerksam machen, Mietpreisbremse allein hilft nicht. Wir brauchen ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Die Stadt Weimar hat uns noch eine separate Stellungnahme ihrer Wohnungsgesellschaft zukommen lassen, die die Mietpreisbremse ablehnt, so wie das auch der Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft in seiner Gänze tut. Und die kommunalen Wohnungsunternehmen und die Wohnungsgenossenschaften sind nun mal die, die auch in Größenordnung den Wohnungsbestand für einkommensschwächere Mieter anbieten. Das sind in der Regel nicht die privaten Vermieter. Deswegen ist es auch falsch, sich jetzt nur auf die privaten zurückzuziehen. Der VDW hat uns auch mit Zahlen versorgt und danach hat die Stadt Erfurt immer noch 4,1% Leerstand, die Stadt Weimar 6,2%. Lediglich Jena mit 1,8% Leerstand hat einen angespannten Wohnungsmarkt. Und wenn man sich dann die Mieten anschaut, dann sind die auch nicht in dem Bereich, dass man sagen könnte, hier kann sich niemand mehr eine Wohnung leisten. Und wenn man sich dann mal die Entwicklung der Netto-Kaltmieten seit dem Jahr 2000 anschaut, dann sind die bis 2012 um 16% gestiegen. Demgegenüber sind im gleichen Zeitraum die Kosten für Strom um 79% gestiegen und die Kosten für Wärme und Haushaltsenergie ohne Strom für 117%. Das macht schon klar, wo die eigentlichen Preistreiber liegen. Und diese Preissteigerung kann mit einer Mietpreisbremse nicht gedeckelt werden. Die Mietpreisbremse wird aber zur Folge haben, dass sie Investoren abschreckt, die zumindest vorsichtiger werden, sich überlegen, gehe ich hier noch her, tue ich hier noch investieren, rechnet sich das für mich noch? Denn bei allem, was wir hier diskutieren, es muss sich für einen privaten Investor auch noch rechnen. Sonst sind wir nämlich ganz schnell an dem Punkt, den wir aus DDR-Zeiten kennen und den die Linke hier immer nahtlos fortführen will, die staatliche Wohnraumlenkung, wo nicht mehr investiert wurde, weil die Mieten bei Weitem nicht ausgereicht haben, um den
Sanierungsbedarf abzudecken. Nein, wir müssen alles tun, um Neubau und Sanierung laufen zu halten. Und gerade dies in angespannten Wohnungsmärkten wie Jena, Weimar oder Erfurt ist das besonders nötig. Und deswegen ist es sehr genau zu überlegen, greifen wir zu dem Instrument der Mietpreisbremse oder tun wir nicht erstmal das, was die Landesregierung jetzt mit dem Bündnis für gutes Wohnen getan hat. Im Übrigen kann man diese Städte auch nicht als Inseln betrachten, sondern man muss auch einen Blick in die Region, ins Umfeld werfen. Und dort haben wir Leerstände, dort haben wir Wohnungsleerstand. Und was erreichen wir denn, wenn wir in den Städten, die auf jeden Fall eine höhere Lebensqualität aufzuweisen haben als die umliegenden Orte, wenn ich kulturelle, soziale Einrichtungen, Sporteinrichtungen etc. nehme, wenn wir dort die Mieten deckeln, im Umfeld das aber nicht tun. Der Druck auf die Städte wird noch mehr zunehmen. Und innerhalb der Städte, wenn wir da zu Lösungen kommen wollen, einzelne Stadtviertel mit einer Mietpreisbremse zu überziehen, dann wird letztendlich nur der Druck auf die 1A-Wohnlagen wachsen. Deswegen halten wir es für richtig, den Weg zu gehen, den die Landesregierung gegangen ist mit diesem Bündnis. Ich gehe jetzt auf die Inhalte nicht noch mal ein. Das hat mein Kollege Wetzel schon getan. Und Wetzel, ja, und dem Landtag, dem nächsten Landtag dann Bericht zu erstatten, wie es weitergehen soll. Ich hätte jetzt doch mal gern gewusst, ob meine Redezeit zu Ende war, weil ich 41 noch. Ja. Das war ein Versehen. Ja, ja, gut. Okay, dann lassen Sie mich noch eins sagen. Wir brauchen auf jeden Fall Wohnungsneubau, wir brauchen Sanierung, wir brauchen aber auch weiterhin Gelder in die Stadtentwicklung, in die Städtebauförderung. Wir müssen weitere Stadtteile städtebaulich aufwerten, denn das Wohnumfeld hat oftmals einen größeren Einfluss auf die Wohnqualität als die Wohnung an sich. Wir müssen preiswertes Bauland ausweisen und wir müssen auch noch weiter daran arbeiten, das selbstgenutzte Wohneigentum zielgerecht zu fördern. Das alles sind Maßnahmen und Instrumente, die dazu beitragen werden, auch in einer Stadt wie Jena die angespannte Wohnungssituation zu entspannen. Und hier sind wir mit diesen Forderungen nicht alleine. Der Gemeinde- und Städtebund hat künftig einen Forderungskatalog veröffentlicht, der diese Forderungen enthält. Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft hat das ebenso getan, der GdW, und auch der VdW hat diese Forderungen auf seiner letzten Verbandstagung in Suhl aufgemacht. Und all diese Dinge sind in dem Bündnis für gutes Wohnen vereinbart worden und wir halten eine freiwillige Vereinbarung auch deswegen für zielführender, weil etwas, was man freiwillig vereinbart, an das hält man sich meistens auch. Bei dirigistischen Maßnahmen und Gesetzen besteht auch immer die Gefahr, dass sie umgangen werden, zumal ein Mietvertrag letztendlich auch immer noch eine zivilrechtliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien ist und sie da auch nicht alle Probleme dann mit einem Gesetz lösen können. Und lassen Sie mich zu guter Letzt noch etwas sagen. Jetzt ist aber die Redezeit abgelaufen. Wir haben sogar ein bisschen draufgegeben. Ja, Sie haben mich ja auch vorhin völlig irritiert. Deswegen lassen Sie mich noch sagen, ich kann nicht verstehen. Frau Abgeordnete, deswegen haben Sie doch 30 Sekunden mehr bekommen. Ich kann nicht verstehen, dass die Grünen hier immer Berlin als leuchtendes Beispiel gebracht haben, die eine Mietpreisbremse haben, hat Frau Schubert so gesagt. Und dann muss man aber sagen, die Stadt Berlin will zum Beispiel in Tempelhof auf dem ehemaligen Flughafengelände 4.700 Wohnungen bauen und die Grünen sind an vorderster Front, die dagegen auf die Straße gehen. Das kann ich dann nicht mehr verstehen. Für die FDP-Fraktion hat der Abgeordnete Untermann das Wort. Ja.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, kurz vor sieben oder um sieben. Die Mietpreisbremse ist keine Erfindung der Sozialdemokraten, wie es der letzte Bundestagswahlkampf eigentlich vermuten lässt. Nein, muss ich ja sagen, die Grünen fordern einen solchen ordnungspolitischen Eingriff in den Immobilienmarkt schon seit 2011. Nun wird sogar auf Bundesebene die Notbremse zu den ursprünglich gemachten Vorschlägen gezogen. In Großbritannien, Frankreich, Spanien oder Österreich wurden Mietdeckelungen abgeschafft, weil sie ihr Ziel deutlich verfehlt haben. Dieses ist nachzulesen in Ausführungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Juli 2014. In keinem dieser Länder ist es gelungen, durch staatlich regulierte Mietpreise den Wohnungsmarkt zu entschärfen. Ich wiederhole meine Aussagen von 2013. Stark steigende Mieten sind ein Hinweis darauf, dass das Angebot an Wohnungen hinter der Nachfrage zurückbleibt. Um diesem entgegenzuwirken, sind private Investitionen in Mietwohnungen unbedingt notwendig. Auch im Bereich des Mietrechts sind die Grundsätze der Marktwirtschaft einzuhalten. Dazu müssen die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, was jedoch nur eingeschränkt über das Mietrecht erfolgen kann. Ich denke da an eine degressive Abschreibung, welche leider nicht im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, sowie an eine Vereinfachung von baulichen Verordnungen. Zum Teil Römisch 2 Ihres Antrags, Punkt 1, auf dem zweiten Wohnungsgipfel wurde betont, dass in Thüringen keine Wohnungsnot besteht. Der Wohnungsmarkt ist gespalten, wurde schon gesagt. Eine angespannte Wohnungssituation gibt es in den Städten Erfurt, Jena und Weimar. Auf dem Land ist genau das Gegenteil der Fall. 2013 wurde das Wohnungsbaugesetz beschlossen, wo es gerade im Bereich des sozialen Wohnungsbaus darum ging, für betroffene Zielgruppen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Weiterhin wurden jüngst eine Vereinbarung Bündnis für gutes Wohnen in Thüringen unter Beteiligung der betroffenen Städte Erfurt, Weimar und Jena getroffen. Inhalt sind unter anderem die Mobilisierung möglicher Flächen zur Baulandsausweisung, insbesondere für den sozialen Wohnungsbau. In der Vereinbarung wird an die Kommunen appelliert, für die nächsten 3 Jahre auf Mieterhöhungen über 15% in Bestandswohnungen und neu vermieteten Wohnungen zu verzichten. Uns setzt das geltende Mietrecht um, denn den Ländern wird die Möglichkeit eingeräumt, in Gemeinden oder Teilen von Gemeinden, in denen eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum besonders gefährdet ist, die bestehende Kappungsgrenze für Mieterhöhungen bei Bestandsmietverträgen von 20% auf 15% zu senken. Die beteiligten Partner beabsichtigen, einen Mietspiegel oder eine Mietdatenbank einzustellen, welches ein wichtiges Instrument ist, um hier Klarheit zu schaffen. Die Vereinbarung für gutes Wohnen enthält nichts Revolutionäres und auch nichts Neues. Jedoch einige ihrer Forderungen werden teilweise umgesetzt. Der Punkt 2a beinhaltet eine Begrenzung der Mietsteigerung bei Wiedervermietung auf maximal 10% der Vergleichsmiete. Diese Forderung ist Bestandteil des neuen Referentenentwurfs. Das wird auf Bundesebene zukünftig diskutiert. Zum Punkt f. Eine Mietpreiserhöhung ist nur bei energetischer Sanierung im Sinne des geltenden Gesetzes von 11% gerechtfertigt. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen möchte den Prozentsatz auf 9% senken. Einer 11-prozentigen Erhöhung steht jedoch die jährliche Einsparung bei den Energiekosten gegenüber. Die Kaltmieten sind nicht das Problem, wie eben schon von der Rotot gesagt, sondern die gestiegenen Preise vor allem für Öl und Strom. Weiterhin darf man keineswegs außer Acht lassen, dass die Baupreise ebenfalls gestiegen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, der Wiedereinführung einer Mietminderung bei einer energetischen Sanierung bis zu 3 Monate tragen wir nicht mit. Für mich ist Ihr Antrag kontrovers zu Ihrer Energiesparpolitik. Statt die Wohnungseigentümer bei ihrer Absicht der energetischen Sanierung unterstützen, fordern Sie die Vermieter erneut zur Kasse. Liberale stehen für Freiwilligkeit bei der energetischen Sanierung, ein faires, modernes Mietrecht und einen fairen Wettbewerb. In Deutschland gibt es ca. 40 Millionen Wohnungen, knapp 24 Millionen sind Mietwohnungen. Die Versorgung mit qualitativ guten Wohnraum zu angemessenen Preisen wird demzufolge überwiegend durch die privat organisierte Wohnungswirtschaft gewährleistet. Ihre Forderungen führen dazu, dass diese sich aus der Immobilienwirtschaft zurückziehen werden. Die FDP-Fraktion will dieses auf keinen Fall. Nach Angaben von Wohnungsbauunternehmen liegen in Thüringen die Durchschnittsmieten, wie eben schon gesagt, bei ca. 5,60 €. Um wirtschaftlich zu arbeiten,
sind jedoch 9 bis 10 € pro Quadratmeter notwendig. Die Mietpreisobergrenze und die Mietpreisbremse stellen für Thüringen keine Lösung dar. Lediglich einen ordnungspolitischen Eingriff bei der Immobilienwirtschaft und für mich nicht akzeptabel. Den Antrag der Grünen, Bündnis 90 Grünen, werden wir ablehnen und den Alternativantrag, der mir zu schwammig ist und eigentlich nichts Neues bewendet, werden wir uns enthalten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Schubert das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute Vormittag war viel die Rede davon, dass es den Menschen in Thüringen besser ginge als vor 5 Jahren. Das mag sogar zutreffen. Ich kenne die Quellen für diese Behauptung nicht. Für einige Menschen, die anlasslose Mietsteigerungen hinnehmen mussten, ist das definitiv nicht so. Und wir als Grüne wollen uns auch um diese, wenn Sie so wollen, Minderheit kümmern, die es definitiv sind in Thüringen. Das ist gar keine Frage. Aber immer wieder beim Urschleim anzufangen und hier die Durchschnittsmieten in Thüringen zu bemühen, das finde ich schon mühsam. Und dann geht viel von der Rede eben dabei drauf, wieder sozusagen aufzuklären, anstatt sich mit Argumenten auszutauschen. Man muss ja trennen. Es gibt eine Mietpreisbremse für Neu- und Wiedervermietung und die wird gerade von CDU und SPD auf Bundesebene verhandelt. Das, was wir in Thüringen wollen, ist die Ausnutzung einer Ermächtigung, die es schon seit über einem Jahr gibt. So lange hat ja auch der Antrag im Ausschuss geparkt und die eben im Bestand eine Kappungsgrenze einführen will, damit die Mieten nicht so stark steigen. Einfach nur, weil der Markt es hergibt, ohne dass der Vermieter irgendwas besser gemacht hat an der Wohnung. Darum geht es ja. Und die SPD wollte sich da immer gern schlanken Fuß machen mit dem Verweis, das sei ja alles auf Bundesebene. Das ist eben nicht so. Diese Verordnung gibt es seit einem Jahr und Thüringen nutzt sie eben nicht. Wir haben im Ausschuss tatsächlich eine Anhörung durchgeführt und es gab umfangreiche Stellungnahmen. Es gab auch die Ansage, man müsse möglicherweise auch nur für einzelne Quartiere so eine Kappungsgrenze prüfen. Es ging mal um Prüfung mit der Ankündigung dazu, sich auch genaue Zahlen anzugucken. Und irgendwann war auch mal die Rede davon, dass das jetzt Geheimgespräche seien mit den Kommunen. Das ist schon ein bisschen ein bizarrer Werdegang, den dieser Antrag dort genommen hat. Ja, das kann sein, Herr Moring. Ne? Auch die Landesregierung führt offensichtlich Geheimgespräche. Wir sind der Meinung, wir müssen für die Menschen jetzt etwas tun. Und es ist auch gar keine Frage, dass wir Wohnungsneubau brauchen. Aber der greift eben nicht von heute auf morgen. Und ich finde es einfach ungerecht, wenn diese Menschen, Frau Sedlacek hat es ja zitiert, die Bertelsmann-Studie sagt es auch, dass arme Menschen nur ein paar hundert Euro zum Leben haben, weil sie so viel für die Miete bezahlen. Und das ist eine Situation, die ist relativ zum Einkommen gesehen eben genauso schlimm wie München. Und den Menschen in Jena, denen das so geht, ist es ziemlich wurscht, dass sie nicht in einem Ballungsraum wohnen, wo das sozusagen flächendeckend der Fall ist. Es geht ja um möglicherweise viele Einzelfälle. Das wissen wir nicht, weil diese Prüfung mit genauen Zahlen ist am Ende ja nicht erfolgt. Es war eine Absichtserklärung, hier eine genaue Prüfung vorzunehmen, um dann auch zu einem belastbaren Ergebnis zu kommen. Und am Ende ist das Bündnis für gutes Wohnen übrig geblieben. Ich habe dann hinterher überlegt, dass es möglicherweise auch dem Minister vielleicht zu peinlich war, diese 2 Seiten Papier, die entstanden sind. Beim Wohnungsgipfel jedenfalls wurden sie nicht verteilt. Da wusste das Publikum gar nicht, worüber die reden vorne. Die Moderatorin und die OBs hatten das, sonst hatte es niemand. Und auf der Homepage ist es auch nicht zu finden. Könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass man auf dieses Papier nicht allzu stolz sein kann. Das Verhalten der Oberbürgermeister mit, ich glaube, alle SPD-Parteibuch, Frau Doth, ist in der Tat nicht besonders rühmlich, keine Frage. Da haben die Kommunen sich nicht mit Ruhm bekleckert. Man kann jetzt als Landesregierung hergehen und sagen, na ja, wenn die Kommunen dich danach schreien, warum sollen wir uns dann aus dem Fenster lehnen? Auf diese Position kann man sich stellen. Es hat nur einen Haken, die Mieter und Mieterinnen, die das betrifft, die gucken in die Röhre. Und ich finde, die haben zumindest den Anspruch, dass man diese genaue Prüfung einfach mal vornimmt. Möglicherweise kommt man dann zu dem Ergebnis bei einzelnen Quartieren, es ist wirklich nicht sinnvoll. Aber wir sind ja nicht mal so weit gekommen. Frau Doth, Sie sagen, der Druck auf die Städte würde dann zunehmen. Das ist nun wirklich kein Argument.
Weil Sie wollen ja im Prinzip das Gleiche. Sie wollen die Entspannung des Wohnungsmarktes mit Wohnungsneubau, der möglicherweise kommt, aber erst in ein paar Jahren. Und dann ist der Druck auf die Städte genauso, weil den Menschen ist ja ziemlich egal, warum die Miete gering ist. Ob durch eine Mietpreisbremse oder durch mehr Wohnungsbau. Von daher sind wir der Meinung, das ist absolut kein Argument, hier auf eine genaue Prüfung zu verzichten. Die anderen Punkte, ja, da hat auch Frau Sedlacek darauf hingewiesen, sind leider untergegangen. Und da muss ich mich auch schon fragen, wo hier die SPD ist. Im Moment ist es so, jemand hat einen Mietvertrag, und da steht eine gewisse Quadratmeterzahl drin. So, jetzt stellt der oder die irgendwann fest, die tatsächliche Größe der Wohnung ist bis zu 10% geringer. Nach geltendem Recht muss dieser Mensch das hinnehmen. Wo bleibt da der Verbraucherschutz? Und die SPD hat sich dafür mal stark gemacht und hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein. In dem Entwurf von Heiko Maas ist es leider nicht zu finden, ist nicht enthalten. Die anderen vier Punkte will ich ganz kurz erwähnen. Drei davon kann man subsumieren unter dem Anspruch, wir wollen nicht die Energiewende dadurch forcieren, weil das gar nicht geht, indem wir die Rechte der Mieter und Mieterinnen einschränken. Das ist der falsche Weg. Und den Mietspiegel auf Basis eines längeren Zeitraums zu erstellen, macht Sinn, weil er sonst, wenn er auf Mietsteigerungen von wenigen Jahren beruht, dazu führen wird, dass die Mieten in Zukunft eben noch stärker steigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich plädiere noch einmal dafür, sich hier bewusst zu werden, um was es geht, und bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Für die Landesregierung möchte Herr Minister Karius sprechen.